Zusammen, da ist mal wieder Gärtner Tobi. Heute eine weitere Folge von Tobis kleiner Pflanzenkunde. Und heute geht es jetzt um das Thema Kiefern. Ich habe jetzt hier einige verschiedene Kiefernarten aufgebaut. Die Kiefer ist ein winterhartes Nadelgehölz, immergrün, von denen hier in Deutschland auch viele Sorten im Wald wachsen. Das ist ein recht problemloses Gehölz, das auch Trockenheit aushält. Hier haben wir jetzt eine Form von der gewöhnlichen Waldkiefer, Pinus silvestris. Das erkennt man oft auch an den bisschen silbrig-grauen Nadeln. Und das hier ist jetzt eine veredelte Waldkiefer, eine Kugel-Zwergkiefer, Sorte Beorensis. Ja, die normale Waldkiefer wird bis 30-40 Meter hoch und man sieht jetzt schon, jetzt diese Pflanze schafft es nie. Die wird maximal bis 2-2,5 Meter hoch und wächst sehr kompakt und kugelförmig. So, außer der Waldkiefer gibt es auch noch die Schwarzkiefer. Sieht man jetzt hier im Vergleich zu den Nadeln. Ne? Die Nadeln sind sehr viel länger und viel dunkelgrüner, also viel schwärzlicher. Dunkel-schwarz-grün gefärbt, wie jetzt die von der Waldkiefer. Schwarzkiefer wächst sehr viel in Österreich, in den Gebirgswäldern, kommt ursprünglich aus Afrika. Und da haben wir jetzt also eine säulenförmig wachsende Waldkiefer. Das sieht man schon, ist sehr schlank und kompakt. Das ist dort der Obelisk. Eine weitere Art von höher wachsenden Kiefern ist hier die Schlangenhautkiefer. Da haben wir jetzt hier die Sorte Malinki. Die normale Schlangenhautkiefer wird auch sehr hoch, zwischen 20 und 25 Meter. Die Sorte Malinki wächst so umgedreht trichterförmig, auch sehr kompakt wachsend, kleinwüchsig, wird aber dann mit der Zeit schon 3-4 Meter hoch. Schlangenhautkiefer deshalb, man sieht es jetzt hier an dem jungen Exemplar noch nicht ganz so gut, aber an der Rinde haben wir jetzt hier so schuppenförmige Strukturen. Und deshalb heißt die Kiefer Schlangenhautkiefer. So, dann haben wir noch hier die Latschenkiefern, also Pinus muco, die Bergkiefer. Es gibt auch sehr viele verschiedene Arten. Da haben wir jetzt eine ausgesäte Form, das ist die Pinus muco pumilo. Das ist also eine Art, die auch so im Gebirge vorkommt. Ja, man sieht jetzt hier schon vom Wuchs her, die wächst also nie richtig wirklich in die Höhe, die wächst mehr als kleiner Busch oder Strauch. Ne, je nach Standort kann sowas 3, 4, 5, vielleicht auch mal 6 Meter hoch werden. Und von dieser Latschenkiefer gibt es eben wieder veredelte Sorten, die auch spezielle Wuchsformen haben. Wie jetzt hier zum Beispiel die Sorte Pinus muco Rauskopf. Sieht man schon, wenn man die jetzt anschaut, die wächst also sehr strubbelig, wie ein Krauskopf. Ne? Also komplett irgendwie durcheinander, hat eigentlich eine sehr schöne Struktur. Ist eine von den etwas stärker wachsenden, veredelten Latschenkiefern. Im Gegensatz zu der Krauskopf haben wir jetzt hier die Sorte Heideperle. Da sieht man schon, das sind jetzt auch die Austriebe. Wenn man das jetzt vergleicht, ne, haben wir jetzt hier einen frischen Austrieb von der Krauskopf. Im Vergleich jetzt zu der Heideperle sind viel kleiner, die wächst also sehr, sehr kompakt und kugelförmig. Ne. Das ist eine Sache für, wo man einen Steingarten setzen kann oder auch mal für eine Grabbepflanzung nehmen. Jetzt habe ich hier noch eine weitere Sorte von der Latschenkiefer. Das ist die Sorte Grüne Welle. Und das sieht man jetzt schon, im Vergleich zu der kleinen kugelförmig wachsenden Latschenkiefer wächst die nicht so schön symmetrisch, sondern immer wegen auf eine Seite, wie so eine anlaufende Welle. Ne? Deshalb heißt die hier grüne Welle. So, wir wollen uns jetzt hier nicht nur mit den Sorten beschäftigen, sondern wie gesagt, von diesen großen Kiefern gibt es sehr viele Sorten, die klein wachsen, die man also auch im Garten pflanzen kann.
haben kann, weil man will ja im Garten jetzt keine Kiefer haben mit 30, 40 Metern, ne? Die wird ja irgendwann zu groß. Und wie gesagt, das sind insgesamt alles Zwergformen oder halt, wie gesagt, Säulenformen. Bei denen kann es aber irgendwann auch einmal sein, dass die uns im Garten halt ein bisschen zu groß werden oder für unseren Platzbedarf eben etwas zu üppig wachsen, weil wachsen tun sie. Ne? Nur halt langsam. Und da gibt es jetzt einen kleinen Trick, wie man das eben verzögern kann, wie man jetzt sagen kann, okay, mach mal zu, Krauskopf, du wirst mir jetzt insgesamt ein bisschen zu groß. Ja, oder ich will verhindern, dass du noch größer wirst. Jetzt müssen wir irgendwas machen. Man kann jetzt aber bei den Kiefern nicht einfach zu jedem Zeitpunkt umeinander schneiden. Weil man sieht schon, wenn man jetzt hier quasi einfach so einen Trieb oder so rausschneidet, schaut nicht schön aus, man schneidet die Nadeln mit ab, die Nadeln würden auch nicht mehr wachsen, also man hat dann abgeschnittene Nadeln, quasi sieht nicht schön aus, deshalb muss man einen ganz speziellen Zeitpunkt abwarten und zwar ist jetzt der Zeitpunkt jetzt gekommen, wir haben jetzt hier die frischen Austriebe, das sieht man jetzt schon, das sind die Nadeln, sind schon teilweise vorhanden und wir können jetzt quasi die frischen Austriebe vorsichtig mit einer Schere einkürzen. Und dadurch wird insgesamt der Wuchs gehemmt. Die Kiefer bleibt kompakt. Und man nimmt jetzt quasi schon einiges von der Wuchsstärke weg, die sie jetzt hier schon rausgeschoben hat. Man sieht es wenig, weil, wie gesagt, man muss schauen, dass man nicht viele Nadeln abschneidet. Es gibt ja eine zweite Methode. Einfach den frischen Austrieb abbrechen. Ist noch eleganter, dauert halt länger. Also man hat ein bisschen mehr zu tun. Aber wenn ich den jetzt hier abbreche oder halt rausziehe, verletze ich die frischen Nadeln nicht. Ne? Die habe ich jetzt hier ein bisschen abgeschnitten. Das ist nicht so arg schlimm, das sind bloß ein paar. Aber wenn ich das jetzt quasi hier einfach abbreche mit der Hand, habe ich dasselbe erreicht und beschädige also die frischen Nadeln nicht. Also man sieht es kaum. Was wichtig ist, wenn ich jetzt so eine Kiefer so formieren will oder eben im Wuchs hemmen will durch dieses Ausbrechen von den frischen Austrieben, dass ich das quasi rundum um die ganze Kiefer mache. Na, wenn ich jetzt nur eine Seite mache, wird dies quasi langsamer wachsen. Die andere Seite, wo ich nicht geschnitten habe, wächst stärker und dann wird sie unregelmäßig. Also wenn ich das mache, muss ich das quasi auf allen Seiten machen und schauen, dass ich möglichst alle Austriebe erwische. Wenn ich jetzt einen ganz kleinen Austrieb habe, der irgendwo zwischendrin ist, jetzt zum Beispiel hier, den kann ich mir sparen. Also der wächst sowieso nicht besonders stark. Es geht hauptsächlich um die langen Austriebe an den Spitzentrieben. Und mit dieser Methode kann ich also so eine Zwergkiefer insgesamt auf einen gewissen Status halten, also auf einer gewissen Größe. Ein bisschen wachsen wird sie immer, also man muss das mit einplanen. Die wird nie stehen bleiben auf einer gewissen Größe, sondern die Pflanze will natürlich immer weiter wachsen. Ne? Aber durch die Methode kann ich das ziemlich lang rauszögern und der Habitus von der Pflanze wird natürlich auch schön kompakt, schön dicht. Na, man verzögert auch, dass die Nadeln innen rausfallen, weil die Pflanze nicht nach außen weiter wachsen kann. Also die Nadeln, das in der Kiefer drin quasi, die innersten Nadeln werden immer rausfallen. Aber dadurch, dass ich jetzt hier außen den frischen Trieb wegnehme, haben wir dann hier quasi eine schöne kompakte Pflanze. Ja. Jetzt noch eine Kleinigkeit, weil ich die jetzt gerade hier habe. Das ist jetzt wie wird so eine Pflanze vermehrt. Jetzt habe ich hier zum Beispiel die große säulenförmig wachsende Schwarzkiefer. Und hier haben wir jetzt eine kleine Veredelung. Die ist jetzt circa ja, 3-4 Jahre alt. Und das sieht man jetzt hier noch seitlich. Wir haben jetzt hier bei der Veredelung quasi, das untere Stück ist eine normale Waldkiefer. Und da wird jetzt quasi, wurde ein Stück von der Säulenkiefer drangesetzt.
seitlich angeplattet. Die Unterlage war insgesamt ein bisschen stark, deshalb sieht man das jetzt auch noch so schön, wie jetzt quasi die Veredelung hier zusammengewachsen ist. Ne? Ja, das war jetzt der Trick mit der Kiefer. Was man jetzt hier noch schön sieht, das fällt mir jetzt gerade ein, ist jetzt hier bei der Waldkiefer. Da sind jetzt die Nadeln noch sehr klein. Ne? Also je früher man an die Katzen hingeht, also ich sage, wenn man Katzen dazu zu den Austrieben, sieht man jetzt auch hier, die Nadeln sind sehr klein. Ne? Wenn ich relativ früh hingehe, kann ich das schön mit der Schere abschneiden, ohne dass ich quasi die frischen Nadeln beschädige, weil die noch ganz, ganz winzig klein sind. Ne? Also da heißt es wirklich auch Zeitpunkt abgepasst, ne? Die Arbeit zum richtigen Zeitpunkt gemacht, spart man sich das Rausbrechen von den Kerzen. Okay, das war Gärtner Tobi mit den Kiefern. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren Kiefern in eurem Garten. Tschüss. Thank you.